Und da heiße ich euch jetzt willkommen hier zurück bei Ghost Recon. Und weil ich mich erinnern kann, war da oben ein Lager mit Gegnern. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Da ist ein Sicario, die Brücke. Okay, hast du gut markiert. Nice one. Da sind noch mehr. Die Drohne ist oben. Den in der Brücke hast du. Da ist einer. Markieren Hauptmann. Das ist der Hauptmann. Tango Nummer 3. Da sind noch mehr. Da sind noch zwei. Hier ist Ziel Nummer 5. Da ist auch noch einer. Hab einen Tango. Das war's. Tango ist bestätigt. Bereit zum Angriff. Okay, Ziel markiert. Kann loslegen. Alles klar. Tank. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Oh, schöne Scheiße. Die sehen uns. Scheiß, Mann, die. Hier ist alles sauber. Sag ich da. Wow. Ich will ja mal gucken, was wir machen können. Ach du Scheiße. Hier ausgebildete Bände, genau, das ist das. Dann sind die krasser drauf. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Hier, das ist zum Beispiel auch sehr. Nice, Autoschild. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Wärmeböt ist, kostet 1750 Aufklärung. Tarnung. Krachmacher, Markierungsbereich. Ja. Über den Markierungsbereich für das Fernglas eigentlich auch, ja. Das ist im Prinzip das A und O. Wie viel wir haben. Zählt das beides halt. Also Medizingüter und Aufklärung. Hauptsache das andere haben wir alles. Medizingüter und Aufklärung fehlt uns, wie gesagt. Achso, das ist unser Story-Einsatz. Hier gibt's Medizingüter und hier gibt's Aufklärung. Genau das, was wir brauchen. Pakataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Aus. Wenn wir das Blatt wenden, können wir später auf seine Unterstützung zählen. Ich fahre. Das machen wir doch für den Mann. Wow. Feuer. Alles klar. Verfickte Scheiße. Wow! Bereit machen. Feuer! Verstanden. Die schießen nicht. Keine
Alles sauber, plündern wir den Truck. Bitte was? Sauber. Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Dass wir mit der richtigen Verwaltung einen Weg finden können. Adret, drin, los geht's. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Das Problem ist, dass sie nicht schießen. Die sitzen halt gerade irgendwie nur drin. Das ist halt ein bisschen buggy. Das ging in der Beta wesentlich besser. Du drückst halt den Feuerbefehl und die machen halt nichts. Der ist übrigens wieder angehalten einfach. Jetzt hört er weiter. Die schießen schon mal nicht. Oh. Geht das nicht? Feuer! Hab verstanden. Ja. Scheiße. Wir brauchen die Ladung. Jag den Truck nicht hoch. Mach ich doch gar nicht. Sofort auf den Boden. Eine verkackte Scheiße, wenn die nicht schießen. Ist rein. Wir können den Truck jetzt plündern. Erzähl doch nicht. Hab nichts rein. Er bleibt halt einfach mal stehen irgendwie. Jetzt fährt er gerade noch weiter. Aber wenn die halt nicht schießen, kann ich den halt nicht übernehmen. Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? Mir ist noch so kalt. Das ist die Garage. Meldet euch, wenn ihr Politos Wagen seht. Alles klar. Die Unidad ist da. Wow. Weißt du, jetzt kommt die Unidad noch. Was ist das denn? Wieso schießen die denn nicht? Das ist doch mega verbuggt. Scheiße nochmal. Oh, jetzt ist das. Alloy. Alles klar. Jetzt ist der Einsatz fähig, schlau, weil das Ziel hinkommen ist. Also, wie gesagt, das ist ja mega buggy. Die schießen halt einfach nicht. Du kannst manchmal die Drohnen nicht einsetzen, die schießen halt einfach nicht, wenn du den Angriffsbefehl hast. Die gucken halt einfach nur auf die Gegner. Was mich halt, also was ich gut finde, wenn du halt einsteigen könntest und den befehlen könntest, dass die einsteigen und dann fahren zu einem Wegpunkt oder so. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Wo es eigentlich einfach wäre, das zu machen. Aber ist interessant, jetzt ist das Ziel halt entkommen, weil die nicht schießen wollten und ja. Sehr witzig. Was bringt mir das denn hier in die Schussposition gehen zu können? Ja, stoppen Sie und markieren Sie den Konvoi. Würde ich gerne machen. Aber ich kann den Konvoi nicht stoppen, wenn ich als Fahrer drin sitze, weil dann kommt er halt, wie eben passiert. Also vielleicht haben wir ja Glück und jetzt geht's wieder, nachdem wir das den Fehlschlag hatten, aber ich glaube halt eher nicht. Verstehe aber nicht, wieso das nicht funktioniert. Auf einmal. Wie die auf einmal nicht mehr schießen. Tut keinen Sinn. Ist natürlich jetzt eigentlich. Fährt der hier eine Runde eigentlich? Ja, wir können dir noch entgegenfahren, theoretisch. Stehen bleiben. Es sind Gegner. Granate in der fliegt. Der Truck will die Biege machen. Das ist ein Treffer.
Wir brauchen die Ladung, nicht den Wagen schrotten. In dem Truck ist Zeug, das wir brauchen. Lass ihn, eröffne Feuer. Ich kenne ihn und seine Familie schon seit vielen Jahren. Und die Fahrt kann losgehen. Gewusst, Feuer. Roger, ich greife an. Jetzt schießen wir. Wir müssen davor kommen. Begleitfahrzeug zerstört. Können wir den bitte markieren? Ausrüstung gesichert. Wir sagen den Rebellen, wo sie ihr Spielzeug finden. Takatari hat Eier, das muss man ihm lassen. Gib ihm den Finger und er nimmt die ganze Hand. Wenn er uns zu Judy und Polito bringt, ist es das wert. Ist ja nicht so, dass wir den nicht selber hängen können. Mal sehen, wie weit mit der Kiste noch kommen. Jetzt ging's wieder, jetzt haben sie wieder geschossen. Das hat ja den Unterschied immer. Alter, Fresse. Ich finde es auch schön, dass die Fahrzeuge halt nicht sofort explodieren, die fangen halt an zu brennen und brennen dann halt so langsam aus und dann explodieren sie halt. Das ist ganz cool. Was heißt, die brennen langsam aus, die brennen ziemlich schnell aus. Da unterscheiden sich ja Spiele und Filme nie wirklich. Dass Fahrzeuge immer explodieren. Ausbrennen ist okay, aber explodieren? Ich will die übrigens gar nicht rammen. Straßenkrieger! Bis. Wir haben eine Trophäe bekommen oder eine Errungenschaft. Straßenkrieger. Ist das das mit dem Rebellensänger? Das ist doch das mit dem und das ist das. Was denn hier? Hier waren wir doch vorhin schon mal. Das ist doch das mit dem Mörser, oder nicht? Das war's mit ihm. Drohne fliegt. Drohne fliegt, sagst du. Ich sehe ein zweites Ziel. Okay, es ist alles gut. Die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Ich bin bereit für den Angriff. Feuer frei, Feuer frei. Da finde ich interessant, dass hier so ein Tix war. Wer soll mich denn sehen? Hier ist sogar keiner mehr. Ruhig, Kamine. Alles gut, alles sauber. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Judy und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Aha. Alter Junge, immer diese Musik. Entschuldigung. Ich finde die 2 Speed gespielt. Wie das halt berghoch einfach überhaupt nicht klappt. Das ist ja shit. Oh. Tschüss. Übrigens trifft dich nicht mit der Handbremse. Ich triff's einfach nur mit der Bremse. Mit der Handbremse drehst du dich halt einfach nur. Auf Handbremse. Also du verlierst halt zu viel Kraft. Und dann stehst. Das ist das mit dem. Ja, das ist der komische Rebellensender, ja, ich kann mich erinnern. Gnade! Gnade!
Eingraben. Das Kartell greift hier massiv an, sobald die Übertragung beginnt. Ja, tut's auch. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Ich habe den Kolumbianern eine Lieferung Super Coca gegeben. Hey, wie können es los, Hijos de Puta von Santa Blanca wagen, mit ihren Waffen und ihrem Geld in Bolivien einzufallen und unser Patria... Granate fliegt. Feuer frei. Verfickte Scheiße. Alter. Wenn wir nicht handeln, können sie auch unsere Sinne. Steht auf, mis amigos. Steht auf und richtet die Waffen auf die Unterdrücker. Bald wird es zu spät sein. Meinst du? Im Haus oder was macht der da oben? Hola, mi gente. Ihr müsst wissen, dass die Dinge in Bolivien mit der Gewalt des Kartells nicht so schlecht stehen. Solange wir leben, können wir unser Land und unsere Freiheit zurückerobern. Nuestra Patria! Oh, wir kriegen Unterstützung. Alter Junge, der ist hinter dir. Das waren 70, beruhigen sich. Das war ein fucking Zivilist, wenn die da rumlaufen, will ich auch nichts dafür. Der war damals übrigens nicht so in der Mission drin. Bolivianos, ist es zu viel verlangt, eure Kinder großziehen? Easy. Okay, Botschaft ist raus. Das sollte den Rebellen helfen. Gut gemacht, Compadres. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Volk erhebt. Viva la Revolution! Gern geschehen. Und was hast du über Juri und Polito? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüder in Itaqua bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Meldet euch und sie werden kommen. Ich werde dran denken. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao.